Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag. Ja, und ein herzliches Willkommen, wie immer, auf meinem Kanal www.himmlischebotschaften.de auf YouTube. Und ja, danke, dass es euch gibt. Er findet, gefunden habt, mich schon lange begleitet, wofür ich von Herzen danke. Ja, wie versprochen, jetzt mal wieder in eine andere Richtung gehend. Ich bin jetzt allerdings nicht im Moment im Sinn des Lebens unterwegs. Da werde ich aber auch noch hinkommen, ja. Eher begründet auf eure Kommentare möchte ich euch jetzt mal etwas anderes mitgeben, worüber ihr mal nachdenken könnt. Vielleicht auch verändern, je nachdem, wie ihr das für euch empfindet, wie ihr euch das annehmen könnt, verstehen könnt. Das ist auch noch ein großes Maß, das Verstehen an sich. Ja, ich hoffe, ich kann euch hier jetzt vieles mitgeben, beispielsweise über was bedeutet eine Liebesverbindung. Ja, eine Liebesverbindung, die kannst du weder besitzen noch kontrollieren. Und dazu gehören ja bekanntlicherweise meistens zwei. Ja, und das ist natürlich, wenn man da angekommen ist am Anfang, in einer wunderbaren Schwingung und man fühlt sich verbunden in dieser Beziehung, in dieser Schwingung, in dieser Liebe. Es bedeutet aber auch, gib sie frei, genieße. Und lasse alles fließen. Das bedeutet, das macht man am Anfang, dann ist alles wunderschön und rosarot und himmelblau. Meistens kommt dann irgendwann ein Punkt, wo man sich näher kennenlernt oder kennengelernt hat. Ja, auch die einen oder anderen Macken des anderen auch bereits in Erfahrung gebracht hat für sich selbst. Ja, vielleicht gefällt einem das ein oder andere dann plötzlich nicht mehr so ganz und man hätte da ganz gerne Veränderungen. Gut, wie wir aber alle wissen, letztendlich gesehen ist es so, ich kann niemanden verändern. Entschuldigung, nur der andere kann sich für sich verändern und ich nur für mich. Darum heißt es, lasse los. Und loslassen bedeutet, Dinge anzunehmen, wie sie sind, Situation oder Lösung nicht erzwingen zu wollen. Loslassen heißt aber auch, Sorgen, Ängste, Stress aufzugeben, was sich manchmal in so einer Beziehung zeigt, weil wir ja alle gewisse Musterverhaltensweisen, Glaubenssätze haben. Und dann so ein bisschen vielleicht durch die ein oder andere Verhaltensweise des Gegenübers uns in dem einen oder anderen Gefühl wiederfinden. Deshalb ist es dann manchmal sinnvoll, das in Gottes Hände abzugeben, somit zu überlassen und nicht versuchen, daran herumzuschrauben und irgendwas hindrehen zu wollen, damit es dann hoffentlich in meine Schublade passt. Dinge nicht zu beeinflussen oder zu erzwingen, also das bringt meistens nichts, das geht eher nach hinten los. Loslassen bedeutet aber auch, nicht aufgeben. Das heißt, ich bin, wenn ich dieser Sache eine Chance gebe, weil ich auch das Potenzial darin sehe, dass ich hier in die Gewissheit komme oder sowieso weiß, dass ich in diesem bestimmten Bereich, egal ob es nun die Liebe ist oder auch die Arbeit oder ähnliches, alles getan habe, was nötig war und bringe jetzt das Vertrauen mit, dass sich auch alles zum Bestmöglichen jetzt auflöst. Ja, also du bist und hast gewisse Dinge erkannt, hast den oder den Schritt getan,
vielleicht auch dieses oder jenes gesagt. Und jetzt heißt das, ich kann nur gucken, was sich da jetzt tut. Ich sollte ins Vertrauen kommen, dass sich da jetzt auch etwas verändert. Das heißt dieses Loslassen auch. Solange ich daran hänge, solange ich selbst in Erwartungshaltungen, im Opfer und im Mangel und Bedürfnis bin und das nicht loslasse, wird es sich meistens auch wenig umsetzen. Denn dann setze ich ganz viel Energie in diese negativen Überlegungen, die ich da habe. Und dann muss ich mich nicht wundern, wenn was Negatives zurückkommt. Darum heißt es auch, Loslassen kann bewirken, dass sich die Dinge wie von selbst und leichter und schneller lösen, als wie ich es da vielleicht dann mit meinem Kopf unbedingt gerne hätte oder geschafft hätte. Ja, also wenn ich in diesem Vertrauen bin, dann kann ich da auch loslassen. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Schlüssel, dieses Vertrauen. Das ist klar. Das bedeutet natürlich auch, dass ich auch dieses Vertrauen in mich selbst haben sollte. Dass ich ja jetzt auch weiß, ich habe alles getan und dass die Dinge jetzt so meines Erachtens nach richtig sind, wie sie sind. Und ich kann sie so stehen lassen. Ja, denn wenn wir Hindernisse in unserem Leben mit der inneren Einstellung begegnen, dass wir sie hinterfragen, wofür sie gut sind, dann nehmen wir sie als Teil unserer Lebensaufgabe an. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wenn ich hier Hindernisse habe und ich stelle die immerzu in Frage, ich hinterfrage sie, ich suche Lösungen, blockiere mich damit, dann ist es natürlich eine Lernaufgabe und eine Lebensaufgabe. Das heißt, wieder, wir kommen im Bewusstsein an, im bewussten Sein. Ich bin der Beobachter, was ich da gerade wieder tue und hole mich zurück. Ich weiß, das ist nicht einfach, das bedarf einer Menge Arbeit. Das ist so, da nicht mehr immer hinzudenken, weil wir ja dieses kleine Ego in unserem Kopf haben. Ja, und solange ich da aber drüber nachdenke, mache ich es zu einem Problem, also auch zu einer Aufgabe. Gut, das ist natürlich nicht ganz einfach, wirklich alles so zu akzeptieren, wie es gerade ist. Natürlich auch nicht gewisse Persönlichkeiten, die ihr in eurem Leben habt, die euch sehr viele Gedanken machen oder über die ihr euch sehr viele Gedanken macht, aber auch die kann ich nicht verändern. Loslassen ist nichts von Dauer. Denn jeder Moment geht in den nächsten über. Wäre es nicht so, gäbe es keinen Tag und keine Nacht, keine Jahreszeiten und keine Evolution. Leben bedeutet Wandel. Leid entsteht, wenn wir nicht im Moment leben und uns an die Vergangenheit binden, dann ist die Vergangenheit wieder da. Dann hat mein das Gegenüber mich da gerade wieder an einem Punkt getriggert, wo ich mich schon als Kind immer zu wiedergefunden habe oder in meinen Ex-Beziehungen oder sonst wo. Ja, und dann bin ich immer noch da, ich bin aber nicht jetzt. Und wenn ich das nicht so wahrhaben will, was ist und
Hier wurde ich getriggert und ich sollte mir das bitte nochmal angucken und diese Vergangenheit jetzt endlich loslassen, denn die ist ja wahrscheinlich schon, ja, wenn nicht Jahrzehnte her. Und ich habe jetzt die Macht, alles zu verändern. Ich muss da nicht mehr drin herumlaufen. Nur dann kann ich wachsen. Ja, nur wer Veränderung akzeptiert, kann auch wachsen. Solange wir nicht loslassen, geht ein großer Teil unserer Lebensenergie in dieses Problem. Ja, das ist dann unser Ego, unser Kopf. Unsere Gedanken kreisen unentwegt um dieses Thema und das schwächt uns. Buddha hat gesagt, jedes Leben hat sein Maß an Leid. Manchmal bewirkt es eben dieses, nein, manchmal bewirkt eben dieses unser Erwachen. Ja, was bedeutet eigentlich loslassen? Wir akzeptieren, dass uns etwas widerfahren ist, was nicht unseren Erwartungen entspricht. Ja, da sind wir wieder in den Erwartungen. Und das heißt aber auch, in dem Moment, wenn wir loslassen, entscheiden wir uns für den Blick nach vorn. Und wir sind nicht mehr in der Vergangenheit, sondern akzeptieren diese, wie sie ist. Das heißt also, im ersten Schritt beschließen wir bewusst loszulassen und anzuerkennen, was ist. Wir akzeptieren etwas, was wir sowieso nicht ändern können. Und alle Gefühle, die dadurch entstehen, die dürfen da sein und sollten liebevoll angenommen, gefühlt werden, denn die sind vielfach alt. Ja, also ich darf durch diese Gefühle gehen, ich muss mich da nicht hinterfragen. Diese Gefühle will unsere Seele ja auch kennenlernen. Und vielfach habe ich diese Gefühle in der Vergangenheit explizit in der Kindheit verdrängt, weil ich als Kind damit nicht umgehen konnte. Die sitzen in meinem Unterbewusstsein und die kommen dann zu gewissen Zeiten in solchen Situationen, wo ihr auch immer gerade drin steckt, wieder raus und wieder hoch. Und da sollte ich hingucken. Der zweite Schritt ist Dankbarkeit für das, was war. Gut, das ist natürlich schwierig. Bei einigen kann ich verstehen. Das möchte ich jetzt auch nicht tiefer drauf eingehen. Es geht um die anderen Dinge. Denn vielfach werde ich irgendwann wissen, wenn ich meinen Weg weitergehe, dass mich gerade diese Dinge, die jetzt wieder in mir hochkommen, die alt sind und die mich jetzt nochmal triggern, da sein müssen, damit ich wachse. Ich habe damals als Kind alles so annehmen müssen und kann im Endeffekt nur dankbar sein für diese selbst, ja, für diesen Schutz, den mein Körper hat in mir und das verdrängt hat. Und es ist ja nicht nur alles, hoffe ich doch, negativ gewesen. Und darum ist es wichtig, auch dankbar zu sein für die Zeit, an die man sich auch gerne erinnert, die auch positiv war. Und ich weiß heute, ich kann mit den Dingen, die nicht so ganz angenehm waren, auch anders umgehen. Denn wahrhaftige Dankbarkeit oder durchaus wahrhaftige Dankbarkeit gelangen wir in einen Empfangsmodus für all die Geschenke, die das Leben noch für uns bereithält. Das
ist dann das, was sich da auch wieder verändert, dass da plötzlich auch etwas anderes als diese unangenehmen Dinge immer zu in mir und in meinem Leben auftauchen, wenn ich sie denn verarbeite. Ja, darum ist es manchmal so, dass es manchmal das ist, was wir nicht ändern können, das ist, was uns positiv verändert, nämlich durch diesen Prozess. Der dritte Schritt ist das Vertrauen. Ja, das Vertrauen in die Hingabe des Lebens, denn es möchte uns führen. Vertrauen ist die bewusste Entscheidung, nichts kontrollieren zu wollen, was wir sowieso nie kontrollieren können oder konnten. Wenn wir dieses Vertrauen in uns haben und in dieses Vertrauen gehen, unterstützen wir, dann unterstützt uns das Leben bei allem, was wir möchten. Das dauert manchmal einen Moment, klar, das heißt ja auch wieder, ich muss bei mir ankommen, in meiner Mitte und lasse fließen und stecke nicht mehr in Erwartungen, Bedürfnissen, Mangel und, sondern bin in der Ruhe, in der Gelassenheit, gehe meinen Weg weiter und ja, so nehmen wir dann auch wieder unsere Stimme unseres Herzens wahr und wissen intuitiv, und das kommt dann auch, was zu tun ist und was gut für uns ist. Wer loslässt, gewinnt langfristig Freiheit, Erleichterung, Energie und Lebensfreude. Gut, das mal als, kleinen Hinweis darauf, was Loslassen alles bedeutet. Und jeder hat das hoffentlich verstanden, wie ich es gemeint habe. Ich werde auch, oder es wird auch sicherlich in den Webinaren darum gehen, die jetzt dann hoffentlich Ende April, Anfang Mai starten werden. Ich sehe das mal so. Ich habe das mal so im Blick. So. So, jetzt noch etwas anderes. Solange ihr bei den anderen seid, solange ihr erwartet, Mangelbedürfnis, Opferhaltung habt, habt ihr auch eure Macht über euch selbst abgegeben. Ihr steht dann nicht in euren Energien. Ihr steht nicht mehr wirklich in eurem Leben, habt euer Leben im Griff. Und geht die Schritte, die getan werden sollten in eurem Leben, was ja auch viel beinhaltet. Es geht ja da nicht nur immer um die Liebe. Ja, und es ist etwas, du hast dein Leben in der Hand und lebst es nach deinen Vorstellungen. Wir sind dann hoffentlich in der Freude, weil wir all das tun, was uns gut tut, was uns Spaß macht, was uns Erfüllung, Bereicherung bringt. Bin ich da aber nicht, sollte ich mal hingucken. Warum nicht? Denn vielfach laufen wir, wenn wir uns von anderen gerade auch abhängig machen, eher fremdbestimmt. Denn dann ticken wir vielfach, wie andere es von uns vermeintlicherweise erwarten. Und wir sind dann nicht bei uns und kommen dann sicherlich nicht in der Freude an, sondern eher in der Unzufriedenheit. Darum verharren wir, weil wir dann da so sind, in Situationen, die uns mit Sicherheit nicht gut tun und wundern uns darum, warum wir nicht richtig glücklich werden und sein können. Anstatt etwas zu ändern, zu jammern oder beklagen,
ja, kann ich letztendlich gesehen hier nicht nur über die anderen jammern und mich beklagen und sie sollten etwas ändern. Ja, denn die sind nicht dafür zuständig, für diesen Zustand, in dem ich bin, weil dann bin ich nämlich wieder Opfer gewisser Umstände. Nein, ich habe nur die Macht, für mich etwas so zu verändern, dass es für mich lebbar ist. Und das heißt in dem Fall sicherlich auch, ich habe zu lernen, den anderen so anzunehmen, wie er ist und nichts anderes. Und wenn es so ist, dass ich etwas verändert habe und der andere aber nicht weitergeht, dann kann ich für mich nur gucken, ob das für mich dann noch richtig und stimmig ist, vor allen Dingen gerade dann, wenn es mir damit nicht gut geht, weil dann sollte ich auf den Stopp-Knopf drücken, auf auch das Nein sagen, die Grenzen setzen, um zu gucken, verändert sich dann etwas. Ja, und wenn sich nichts verändert, ist es unter Umständen eine Illusion, der ich dahinter herlaufe. Das tut natürlich vielleicht erstmal weh. Aber es ist dann auch so. Gut, dazu wird es sicherlich auch noch mal etwas von mir geben, sonst das würde jetzt sehr lang werden, wenn ich da jetzt explizit auch noch drauf eingehen würde. Das kann man noch ganz gewaltig ausführen. Ja, aber wenn du immer zu auf andere guckst und dann so funktionierst, gibst du logischerweise deine Macht an andere ab und das macht dich unzufrieden und unglücklich. Ja, wenn du aber wieder übernimmst, und zwar deine Verantwortung, dann holst du dir deine Macht wieder zurück. Und so wirst du wieder zum Gestalter deines Lebens und erkennst deine Stärken und akzeptierst hoffentlich liebevoll deine Schwächen. Ja, darum ist es wichtig, nicht mich zu verlieren, auch nicht den Kontakt zu mir und nur noch zu funktionieren oder im Außen zu leben, weil ich glaube, andere erwarten das so und so von mir. Dadurch, wenn wir das tun, immer nur im Außen sind, auch gerade jetzt durch die Ängste, die vielfach in den Medien produziert werden oder auf der Gesellschaft, die ja Leistung und Konsum programmieren, sind wir relativ viel Kopfmenschen geworden und haben so ein bisschen unsere Intuition verkümmern lassen. Das ist leider so, aber da kann auch jeder wieder zurückkommen in dem Moment, wo ihm das bewusst wird, wo er gerade läuft, was er da gerade tut, ja, ob er da wirklich bei sich ist. Und wenn es nicht so ist, bei dem einen oder anderen von euch, dann kommt wieder an, versucht es bei euch selbst. Das geht vielfach auch nur, wenn ich mal Raum habe für mich und mal ganz ruhig und ganz still werde, nicht mich ablenken lasse von irgendetwas, sondern ganz bewusst jetzt bin. Das ist manchmal recht schwierig, weil dann kann es, wenn man damit beginnt, auch in dieser Stille relativ laut werden, weil dann plötzlich Gedanken hochkommen, Gefühle und das kann manchmal auch ein bisschen unangenehm werden. Gerade dieses Unangenehme, was dann vielleicht auch hochkommt, soll dir aber auch sagen, dass du es jetzt liebevoll annehmen solltest. Das möchte jetzt gesehen
und beachtet oder gespürt werden. Das ist sicherlich nicht angenehm, aber dieser Weg dieses Wachstumsprozesses, wenn ihr da lang wollt, der ist sicherlich auch nicht unbedingt ganz einfach und bedarf einer Menge Arbeit mit mir selbst. Gut, es gibt viele, die mittlerweile auch sagen, das ist nicht mehr viel Arbeit und ich kann dieses und jenes machen und wie auch immer. Ich denke aber auch, das ist meine Erfahrung, dass es da noch ein bisschen dran zu feilen gibt. Ja, auch wenn man dann sagt oder einige, ja, du bist dann noch in 3D und nicht in 5D, da muss ich erstmal hinkommen. Und sicherlich sind die Energien momentan recht hoch und sicherlich werden viele im Moment im Schleudergang in ihre Themen geworfen. Darum momentan, wie ich das schon öfter gesagt habe, relativ viele Depressive oder welche mit Angst unterwegs. Auch da ist es nicht anders. Auch da komme ich wieder in diesen Thematiken an meine Themen durch diese Gefühle. Da spielt sich nichts anderes ab. Das ist generell so. Und nur wenn du es annehmen kannst, wenn du durchgehst, weil du weißt, das ist Vergangenheit und du kannst es lassen, wo es ist. Es wird da heute jetzt nun mal wieder getriggert oder der ist der Auslöser. Ja, dann ist es. Dann ist es so. Und der ist ja auch nur, wie er ist. Und der ist ja auch nur konditioniert und hat seine eigenen, ja, Macken und Glaubenssätze, Verhaltensweisen, Muster, denen er folgt, die nichts mit dir zu tun haben. Und da muss ich nicht immer fragen, bin ich jetzt schuld und habe ich was verkehrt gemacht? Und ich ziehe mir jetzt alles an und ich hinterfrage mich wieder. Nein, lass doch den anderen ganz einfach mal, wo er ist. Der wird da, wenn er ausgebockt hat und ausgezickt hat, vielleicht hat er ja auch mal überlegt, und ist auch mal ein bisschen gewachsen in sich selbst, da wo er ist. Vielfach sollte ich sie auch in den Prozessen nicht immer zu unterbrechen, denn die brauchen ja auch ihre Zeit, um zu erfahren, zu erkennen und zu wachsen, ihre Wahrheit und Weisheit. Wenn sie es tun, wenn die Herrschaften wieder auftauchen und ja, haben sich nicht verändert und es soll da weitergehen wie gehabt. Du hast aber gewisse Dinge für dich erkannt. Liegt es hier in deiner Macht zu entscheiden, ob du das wieder zulassen möchtest oder nicht. Darum ist es wichtig, ja, wie gesagt, diese manchmal auch unangenehmen Gefühle wirklich auszuhalten. Nur so verliert es seine Kraft, auch wenn wir dafür erstmal im Feuer stehen bleiben müssen. So entsteht ein liebevoller Kontakt zu uns selbst und wir verbinden uns immer mehr mit unserem Herzen, weil wir merken, das ist gar nicht so dramatisch, was wir da erleben in uns, weil wir wissen, wo es hingehört und es ist nun mal wieder ein Auslöser. Und dadurch werden wir gelassener und weniger angreifbar. Und dadurch spüren wir natürlich auch schneller, was uns stärkt. Und wir lösen uns intuitiv von allem, was uns schwächt. Das ist die Basis für ein erfülltes, glückliches Leben. Ja, das ist jetzt erstmal eine ganze Menge Input zum Nachdenken. Das nächste folgt bestimmt auf dem Fuß. Ich wünsche euch durch eure Erfahrungen viele Erkenntnisse, wodurch auch dann die Wahrheit und Weisheit in euer Leben kommt. Und wie gesagt, wir haben alle nicht dieselbe Wahrheit und Weisheit. Und
Darum gilt es auch, niemanden zu be- oder verurteilen, weil jeder geht seinen Weg, jeder hat seine Erfahrungen zu machen und jeder kommt in seinen Wahrheiten und Weisheiten an. Und da die nun mal genauso individuell sind, wie wir alle sind, können wir auch alle mit ihren Ansichten, Meinungen, Wahrheiten und Weisheiten so lassen, wie sie sind. Denn das wäre wieder bedingungslos lieben. Gut, ich bedanke mich. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Wir hören uns bestimmt nochmal. Alles Liebe, alles Gute. Bis dann. Bye, bye.